So, liebe Leute, wir schauen uns heute mal eine interessante Studie an zum Thema Rohkost. Ist das Ganze gesund? Gibt es da irgendwelche Probleme? Oder worauf sollte man achten, wenn man das Ganze macht? Oder ist das überhaupt zu empfehlen? Hier wurde das Ganze entsprechend untersucht, weil man eben ja mal untersuchen wollte, wie das eben ist mit der Rohkost. Gibt es da Untergewicht? Gibt es da sonst gesundheitliche Probleme oder nicht? Das ganze Rohkost-Thema ist ja auch immer mehr im Kommen, gerade natürlich in der veganen oder vegetarischen Ecke hier. Aber man muss eben auch sagen, dass diese Leute generell schon ein bisschen gesundheitsbewusster sind oder auch sportlich aktiver sind, was natürlich dann auch hier berücksichtigt wird. Generell geht man davon aus, weil es auch in anderen Studien eben so war, dass diese Leute eher untergewichtig sind, dass sie einen Nährstoffmangel haben können. Das macht sich auch dann bemerkbar, wenn Frauen eben ihre Periode nicht mehr bekommen, dann eben die Knochendichte sinkt und das Ganze eben auch zu Osteoporose führen kann. Und hier können wir das mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns auch Studien angucken, wo das bei ketogener Ernährung oder bei anderen Ernährungsformen eben auch dann eine Rolle spielt, wenn es dann um Knochendichte und so weiter geht, dass es einfach Nährstoffmangel ist oder ein Proteinmangel sein kann. Das einfach mal gucken. Man hat das Ganze in Deutschland hier gemacht und hat so 1300 Leute gefunden, die sich selber als rohköstlich dann einstufen würden. Es gibt verschiedene Abstufungen, also wer sich hier mit weniger als 70% Rohkost ernährt, der ist dann schon mal raus. Und ansonsten gibt es dann Leute, die sich 80%, 90% rohköstlich ernähren oder eben noch mehr. Insgesamt hat man dann am Ende eben 513 Personen hier, davon 216 Männer, 297 Frauen und hat die dann entsprechend in verschiedene Klassierungen eben eingeteilt, was sie essen und wie viel Rohkostanteil sie eben auch in ihrer Ernährung drin haben. So, dann hat man das geschaut, was hier los ist, also die durchschnittliche Angabe, wie viel Prozent Rohkost die Leute essen, ist dann 91%, also die essen dann 91% Rohkost, die einen halt mehr, die anderen halt weniger. Interessant natürlich auch solche Sachen für andere Korrelationsstudien, dass sehr wenige davon überhaupt rauchen, 2,1%, und dass sie halt generell auch sehr wenig Alkohol trinken, was natürlich eine Rolle spielt, um ja andere gesundheitliche Parameter zu berücksichtigen. Und sie machen relativ viel Sport, sind physisch, also sportlich etwas aktiver und so weiter und so fort. Das Ganze ist auch noch wichtig, dass relativ wenig eben, also 7% hier Vitaminsupplemente und so weiter nehmen, sondern dann sich wirklich auf die Rohkost auch verlassen. Was auch noch relativ häufiger vorkommt bei solchen Rohköstlern ist, dass sie eben auch Fastenperioden mit einbauen, so einmal im Jahr oder sowas, manchmal sogar über mehrere Wochen hier, was natürlich überhaupt nicht gut ist, aber das scheint bei denen auch einen gesundheitlichen Aspekt zu haben, dass sie sich eben irgendwie reinigen wollen und so weiter, was natürlich völliger Blödsinn ist, aber es ist bei denen eben auch häufiger zu finden, hier bei fast 50%, wenn man sich das anguckt. So, also hier, dass die Fastenzeiten und so sollen dann so eine Reinigungsperiode und so weiter darstellen. Das Ganze machen die Leute, also diese Rohkost, eben aus gesundheitlichen Gründen, weil sie eben denken, dass sie damit irgendwelchen Problemen vorbeugen können, also irgendwelchen Verdauungsproblemen oder ähnlichen Dingen, weil sie das selber erfahren haben oder weil sie jemanden in der Familie haben, der irgendwelche Probleme hat und sie dann eben Angst haben, Ähnliches zu bekommen. Also irgendjemand in der Familie hat Krebs oder irgendwas anderes und dann denken sie, sie können eben mit der Rohkost dagegen wirken. Das sind so die Gründe dafür. So, dann hat man verschiedene Daten eben jetzt genommen. Man hat sich eben hauptsächlich so auf das Gewicht, also den BMI, gestützt. Natürlich, BMI kann man in diesem Fall heranziehen, weil es eben keine Bodybuilder sind, die dann entsprechend viel Muskelmasse drauf haben und so weiter und so fort. Was hat man herausgefunden? Man hat herausgefunden, umso höher quasi der Anteil ist an Rohkost, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Leute eben ein Untergewicht haben. Also hier ein mildes Untergewicht, wo der BMI so von 17 bis 18 angegeben ist. Da sieht man eben sehr stark auch darunter natürlich, dass das dann schon steigt. Ja, also bedeutet, die Zahlen hier oben sind höher als hier unten, wenn man eben sich hier nur mit 70% Rohkost ernährt. Dann gibt es aber auch
Das ist natürlich auch interessant, dass es dann einige gibt oder einige wenige gibt, die dann auch übergewichtig sind oder übergewichtig sein können. Also das heißt, du kannst dich auch mit 90% Rohkost ernähren und trotzdem übergewichtig sein. Man weiß natürlich nicht, ob die Leute dann vorher schon übergewichtig waren. Ich meine, du musstest hier eine bestimmte Zeit dich schon rohköstlich ernähren, das ist klar. Aber wenn du jetzt 150 Kilo gewogen hast und dann ein Jahr Rohkost machst, dann bist du natürlich auch eventuell immer noch übergewichtig mit 100 Kilo. Ist natürlich auch klar. Aber das bedeutet, dass es natürlich auch immer Einzelbeispiele gibt, Einzelfälle gibt, wo die Leute eben kein oder weniger Gewicht abnehmen. Aber tendenziell ist es so, dass umso mehr Rohkost die Leute machen, umso untergewichtiger sind sie und umso mehr nehmen sie ab. Interessant auch, umso mehr Rohkost die Leute machen, oder die Frauen besser gesagt machen, umso mehr Probleme haben sie mit ihren Regelblutungen, dass die dann eben ausbleiben. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn diese ausbleiben, dann ist irgendwas im Argen, dann ist zu wenig Energie da, zu wenig Protein oder andere Nährstoffe. Und auch hier in dieser Grafik sieht man jetzt auch mit dem BMI, dass umso mehr, umso leichter die Leute sind, umso geringer der BMI ist, umso untergewichtiger die sind, umso mehr haben diese Frauen dann eben auch Probleme mit ihrer Regelblutung. Was natürlich auch bedeutet, dass irgendwelche Supplemente gegen solche Probleme völliger Bullshit sind. Ja, dass dann irgendwie Eisen fehlt und ich muss dann Eisen supplementieren, dann ernähre ich mich einfach kacke und habe zu wenig Energie oder zu wenig Nährstoffe in meinem Essen. Denn genau dann passiert sowas, wenn ich dann magersüchtig werde oder ähnliches, dann ist es klar, dass der Körper da keinen Bock mehr hat, jetzt die Energie rauszuballern. Und da gibt es ja tatsächlich Supplemente auf dem Markt, die dann sagen, ach, mit dir ist ja alles in Ordnung, du musst ja nur das Supplement nehmen, wenn deine Regelblutung ausbleiben oder was auch immer. Und dann ist alles wieder in Ordnung, was natürlich völliger Bullshit ist, weil dann die Ursache der Probleme eben auch nicht behoben ist, okay? Das ist immer meine Kritik dann auch an solchen Supplementen. Also, generell ist es so, dass das Ganze relativ einfach auch umzusetzen ist, dass sie halt generell sehr gesundheitsbewusst leben und so, was natürlich dann auch eine Korrelation in größeren Studien widerspiegelt, wenn dann solche Leute eben weniger gesundheitliche Probleme haben mit Diabetes und solchen Dingen, weil sie generell sehr, sehr schlank sind oder untergewichtig sind oder sonst was, sehr aktiv sind, sportlich aktiv sind, kein Alkohol trinken und nicht rauchen und solche Dinge. Das sind alles Sachen, die natürlich dann eine Rolle spielen. Ganz klar, dass diese Leute weniger Diabetes haben als ein Übergewichtiger, der sich von McDonald's ernährt. Soll wohl klar sein. So. Auch hier sehr interessant, dass eben lange Fastenperioden hier mit über 100 Tagen, ich weiß gar nicht, wie man das durchhalten soll, dann auch zu Problemen führen kann, also durch das Proteindefizit. Und ja, hier gibt es auch einen Proteinmangel, ja, könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Aber ihr habt dann Probleme eben auch mit eurem Herzmuskel irgendwann, sollte wohl auch jedem irgendwie klar sein. Und natürlich auch andere Probleme, die daraus resultieren können. Und wenn ich jetzt schon untergewichtig bin, mit einem BMI von 17 oder sowas und mache auch nur 2-3 Tage Fasten, ist es genauso beschissen für den Körper. Also, generell kann man sagen, dass die Leute eben, was ich schon gesagt habe, die sich mit mehr Rohkost ernähren, entsprechend auch ein geringeres Körpergewicht haben und es dazu eben auch kommen kann, dass sie ja weniger Muskelmasse haben, was natürlich ganz klar ist, wenn das Protein fehlt, dann baut die Muskelmasse sich eben auch nicht auf. Ist natürlich auch nicht so geil dann für Sportler generell. So, das niedrige Körpergewicht ist häufig eben bei Vegetariern und Veganern hier. Also bei anderen rohköstlichen Ernährungsformen scheint das Ganze nicht so schlimm zu sein. Da scheint das Protein, was da vielleicht in rohem Fleisch oder ähnliches enthalten ist, dann doch noch ein bisschen Vorteile zu bringen. Heißt also, sich rohköstlich jetzt hauptsächlich von Pflanzen zu ernähren, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Also hier rohköstlich ernähren sich die meisten eben mit Früchten und Gemüse, was man eben auch so manchmal sieht auf YouTube. Und das Ganze ist natürlich dann hoch in Kohlenhydrate und natürlich auch Ballaststoffe. Das bedeutet aber auch, dass die Früchte und Gemüse, die ihr dann esst, die Energie, dass die einfach relativ schnell wieder durchgeleitet wird durch den Darm, durch die ganzen Ballaststoffe. Und ich habe generell dann natürlich auch
zu wenig Energie drin. Das heißt hier, dass insgesamt 43% der Leute, die das machen, einfach zu wenig Kalorien aufnehmen. Ja, rein rechnerisch schon. Und wenn ich dann gucke, was da vielleicht noch so durchgeht, ist das ziemlich wenig, um mit 500 oder 1000 Kalorien am Tag zu leben, ist nicht wirklich gut für den Körper. Dementsprechend auch 23% der Frauen eben Probleme dann mit ihrer Menstruation, was natürlich dann daraus resultiert, dass ich mich eben mit so wenig Energie und Protein und so weiter ernähre, was auch einfach dann Protein- oder Energiemangel ist, ganz klar. Und das Ganze ist komischerweise, und da muss man sich mal an den Kopf packen, für viele sogar positiv, weil sie denken, dass ihre Regelblutung ein Prozess der Reinigung ist. Also wenn sie keine Regelblutung mehr haben, ist das positiv für diese Leute. Und da muss man mal, dann ist wirklich höchste Eisenbahn, und da muss man sich mal überlegen, ob die Leute nicht irgendwie schon Gehirn gewaschen sind oder ja in einer Essstörung sind, wenn sie solche Sachen dann eben haben. Generell natürlich auch, dass sie, wenn sie mehr Sport treiben und so, natürlich dann eine Imbalance haben zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch. Da machen die Leute dann noch irgendwie 2 Stunden Sport am Tag, und dann muss man natürlich auch irgendwie seine 3.000, 4.000 Kalorien reinbekommen. Und gerade wenn man dann eben Ausdauer macht und solche Dinge, ist es natürlich so, dass man dann eher untergewichtig wird, weil die Energiebilanz dann eben überhaupt nicht mehr passt und funktioniert. So, das Ganze kann so weit kommen, dass dann eben sowieso natürlich die Hormone runtergefahren werden, dass der Mineralstoffhaushalt nicht mehr funktioniert, dein Glukose- und Fettstoffhaushalt ist eben durcheinander und so weiter und so fort. Das Ganze kann dazu führen, dass dann eben auch die Knochen brüchig werden, kardiovaskuläre Risiken, jetzt natürlich nicht in Form von Plaque-Ablagerung oder sonst was, aber eben, dass das Herz dann nicht mehr ordentlich arbeitet, solche Dinge kann natürlich alles dann kommen. Und dann hat man eben auch die Probleme und muss nicht mal stark übergewichtig sein, sondern einfach nur einen dauerhaften Mangel an Mineralstoffen, Hormonen und Energie generell. Also, hier gut, wird das Gleiche immer wieder nochmal wiederholt. In den meisten veganen Ernährungsformen, in der Rohkostform, ist es eben so, dass es gering in Protein ist und die Energie auch gering ist. Und dann der Proteinmetabolismus natürlich beeinträchtigt ist. Das bedeutet eben auch, dass dann ja nicht mehr ordentlich Kalzium in den Knochen eingelagert werden kann und solche Dinge. Da kannst du noch so viel Kalziumsupplemente, Vitamin D oder sonst was zu dir nehmen. Wenn du aber zu wenig Protein zu dir nimmst oder zu wenig Energie, wird es auch nicht eingelagert. Dann bringt dir die ganzen Supplemente nämlich generell auch nichts, wenn die Grundlagen nicht passen. So, generell als, ja, als Schlusswort in dieser Studie hier, dass eine strikte rohköstliche Ernährung mit über 90% an Rohkostanteil überhaupt nicht empfohlen werden kann, weil eben ein Großteil der Leute damit Probleme haben. Das mag für den einen oder anderen, also für Einzelbeispiele, gerade wenn man irgendwie auf YouTube guckt, wobei man da auch nie weiß, was die jetzt wirklich machen, mag das Ganze funktionieren. Ja, also hier 0,8, 0,4 gibt es immer noch welche. Aber für den größten Teil ist es eben so, dass die Leute damit Probleme bekommen. Und wenn 23% der Frauen dann auch keine Regelblutung mehr haben oder ähnliches, dann sollte das schon ein Zeichen dafür sein, dass es vielleicht nicht eine optimale Ernährungsform ist. Und jetzt kann man natürlich auch immer hergehen und sagen, ja, die haben aber nur nicht genug gegessen und die müssen das andere essen, die haben das Falsche gegessen, bla bla bla. Das ist auf die durchschnittliche Bevölkerung bezogen, wenn die sowas durchziehen. Nicht jeder kann das durchziehen, was du durchziehst. Und nicht jeder hat vielleicht so niedrigen Energiebedarf, wie du jetzt da brauchst und so weiter und so fort. Das heißt, es geht hier immer noch um Durchschnitt und deshalb ist es im Durchschnitt eben überhaupt nicht empfohlen. Das dazu, genau, also könnt ihr selber natürlich nochmal durchlesen. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich von Rohkost definitiv nicht überzeugt bin oder das irgendjemand empfehlen würde, weil es eben dazu führt, dass man unterversorgt sein kann. Also schreibt eure Kommentare gerne unten drunter, auch eure Erfahrungen mit Rohkost in jeglichen Varianten, wenn ihr das gerne möchtet. Und ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Video. Wenn ihr weiter darüber diskutieren wollt, kommt gerne auf den Discord-Channel.
Da haben wir dann eben auch Kanäle für diese ganzen Sachen, wo ihr dann auch eure Erfahrungen nochmal reinschreiben könnt. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne unterstützen. In der Videobeschreibung steht alles dazu. Bis zum nächsten Video.